聖剣伝説3 Trials of Mana. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Trials of Mana. Dem einen oder anderen vielleicht auch besser bekannt als Secret of Mana 2. Mein Name ist Digioso. Vielleicht kennt mich noch der ein oder andere unter meinem alten Namen Effioso. Ich gehöre zu den ursprünglichen Übersetzern, die Secret of Mana 2 oder Trials of Mana vom Englischen ins Deutsche übersetzt haben. Das ROM für Super Nintendo. Daher freue ich mich jetzt natürlich, dass es endlich eine offizielle Version gibt von Trials of Mana, beziehungsweise die gibt es ja schon ein bisschen länger in der Mana Collection. Aber jetzt gibt es eine überarbeitete neue Version, die ich mir natürlich auch direkt besorgt habe. Und ja, die möchte ich einmal zusammen anspielen. Nehmen wir einfach mal. So, ich spiele mal Schwierigkeitsgrade durch. Steht, dass man sie ändern kann. Und daher probiere ich es nochmal in schwer. Kommt als erstes natürlich die Charakterauswahl. So, ich habe mich auch schon entschieden, was ich eigentlich spielen will. In der Super Nintendo-Fassung habe ich meistens Angel als Hauptcharakter gespielt. Ich werde diesmal allerdings mit Charlotte oder Kali, wie sie in der alten Fassung hieß, spielen. Interessant fand ich, dass sie Duran mit Durant übersetzt haben, wo immer das Ding herkommt, keine Ahnung. Resi finde ich auch, naja gut, kann man so machen. Vorher hieß sie halt Lise oder Lies. Adlerauge, der hieß früher Hawk oder Hawkeye, von daher macht die Übersetzung fast Sinn. Eigentlich müsste es Falkenauge heißen, aber gut. Aber ich werde mit Kali oder Charlotte als Hauptcharakter spielen, weil ich mit der eigentlich das Spiel noch niemals gespielt habe, sondern wie gesagt meistens mit Angela als Hauptcharakter. Die Storylines kenne ich vom Prinzip her natürlich trotzdem von allen Charakteren, da die ja doch alle miteinander verflochten sind. Aber legen wir mal los. So, dann wollte ich... nehme ich mal wieder Angela als Zweitcharakter. Der Vorteil von Kali ist halt eben, sie ist ein sehr starker Heiler. Angela ist eine sehr gute Magierin. Es gibt später im Spiel auf jeden Fall mindestens einen Boss, bei dem man gut daran tut, einen Magier dabei zu haben. Von daher nehme ich sie mal als zweite Besetzung. Und da ich auf schwer spiele, probiere ich es doch mal mit Kevin als dritter Charakter, denn er ist wohl der ziemlich stärkste Nahkämpfer im Spiel. Das Gute an ihm ist, er schlägt, und so wie Hawk auch, Adlerauge, schlägt nämlich zweimal zu. Bekommt daher doppelt so schnell Punkte, mit denen er Spezialangriffe machen kann. Und bei Nacht verwandelt er sich in einen Werwolf, womit er noch stärker ist. Ja, dann legen wir doch mal los. Ich probiere auch mal die Gamepad-Steuerung aus. Als Sprache habe ich Japanisch mit deutschen Untertiteln gewählt. Mir die englische Sprachausgabe nicht so sehr gefällt. Papa! Mama! Wo gehst du?
シャルロット、大丈夫か？そうかい？どこか怪我でもしたのかと思ってびっくりしたよ。いつもの元気なシャルロットのようだね。司祭様、シャルロットのことでちょっと。おお、ヒース、わしの孫シャルロットがどうしたんじゃ？最近あまり元気がない様子。まだ幼く見えるとはいえ、エルフの血を引く15歳。例の現象を敏感に感じ取っているのかもしれません。そうか、見たまえヒース。マナの女神像が涙を流しておる。そして昨夜の湖の上に現れた光。ええ、夜中だというのにまるで昼間のようなまばゆい光でした。あれは分からぬ。じゃが最近のマナの変動と何か関係があるはずじゃ。光は対岸のアストリアの村の方に消えた。すまぬが行って調べてきてはくれぬか。はい、かしこまりました。それにジャゾの方からも邪悪な気配を感じます。念のため滝の洞窟には外部の者がウェンデルに入れぬよう結界を張っておきましょう。Okay. Ich glaube, in der Super Nintendo-Fassung wurde nie festgelegt, wie alt sie wirklich ist. Hier steht, dass sie 15 ist und naja, dafür hat sie dann noch arge Sprachprobleme. Ich weiß, wir haben es halt damals nicht mit, ich sag mal, dass man aus allen Essen ein F macht, sondern halt ein wenig mit Punkt, Punkt, Punkt während der Textblasen. Damals gab es ja keine Sprachausgabe gemacht. Dass sie halt die Sätze, ich sag mal, teilweise spricht. Aber ich glaube, damals sind wir doch davon ausgegangen, dass sie vielleicht 5 oder 6 ist oder sowas und nicht 15. Von daher macht der Sprachfehler, den wir hier eingebaut hat, nicht so viel Sinn. Aber gut. Ja, Heath, wie man im Japanischen gehört hat, hatte noch seinen Namen, hat man mit Heidmar übersetzt. Joa. Okay. Ich probiere einfach die Steuerung aus. Das ist eine Rolle, damit springt man. Schlagen, zuschlagen. Das ist ein Menü. Damit schaltet man die Kamera. Ah, und ist das Menü. Sachen abspeichern. Okay. Genau, ich habe im Hauptmenü Autorun angemacht. Das heißt, sie
rennt immer. Mal gucken, ob wir es wieder ausschalten irgendwo. Okay. Wir haben natürlich noch keine Gegenstände. Dann die einzelnen Fertigkeiten steigern. Früher ploppte einfach, ich sag mal, nach jedem Level ab ein, quasi ein ähnliches Menü auf, wo man dann die Punkte verteilen konnte. Ich denke, das geht dann jetzt hier. Ah, mit Kampfstrategien kann man sagen, ob die NPCs, wir haben ja, es werden ja drei Charaktere sein, wie die NPCs agieren sollen. Mal gleiche Gegner, Schutz geht über alles. Ah. Okay, ob die auch selbstständig Zauber nutzen, ich bin gespannt. Gut, sie ist dann als Heilerin eingestellt. Ah, Heilgegenstände. Aktion, Klasse für Heilgegenstände. Okay. Ah, spannend. Wahrscheinlich nur Rennen freigeschaltet. Ah. In der heiligen Stadt Wendel spricht der Priester des Lichts und ein junger Gefolgsmann namens Heidmar die besorgniserregende Verlagerung des Manas auf der Welt. Charlotte beschließt, Heidmar, die bösartige Präsenz untersuchen möchte, zu folgen. So, dann wollen wir doch mal. Rechts gibt es noch eine schöne Minimap. Mir leid. Liegt nur am Autorun, sonst würde ich natürlich gar nicht rennen. Was haben wir hier? Ah, Lucre ist die Währung im Spiel, also das Ingame-Geld, mit dem man dann Sachen, Ausrüstung kaufen kann, Gegenstände, Rüstung. Danke an die ganzen Kirchengänger, dass sie das hier rumliegen lassen. Dann reden wir nochmal mit dem Priester. Oh, Charlotte. Yoi ka? Kyō wa otonashiku shinden no naka ni iru nja zo. Doushite? Doushite mo ja. Sa, ue no heya de hon demo yonde nasai. Das ist natürlich der beste Grund, den man ein Kind geben kann. Warum? Ja, weil er ist so. Na gut. Da muss ich wohl lang. Jetzt erstmal noch ein bisschen um, was es hier so gibt. Oba hat gesagt, ich soll nach oben gehen. Das ist doch ein schöner Ausblick.
Aha. Ah, Schokoladen. Damit kann man sich heilen. Originalspiel konnte man natürlich auch nicht springen. Da bin ich mal sehr gespannt. Abgesehen davon, dass man natürlich jetzt hier solche, ich sag mal, kleinen Stellen überwinden kann. Was man damit im Spiel noch alles machen kann. Schlafen gehen kann man hier anscheinend doch nicht. Und anscheinend auch nichts lesen. ロットさん、行けません。今日は神殿の中にいてください。離すでち。ヒースを助けに行くんでち。意地悪な親父でち。別の場所から出てやるでち。 Wenn ich mein Japanisch nicht im Stich lässt, dann spricht sie zumindest im Japanischen durchaus sehr gut. Also normales Japanisch. Nicht, ich sag mal, ja, die das aus den SNF werden. Ich bin auch gar nicht sicher, ob der komplette Anfang auch drin war, dass man auch fliehen musste. Wie gesagt, Charlotte nie wirklich viel gespielt. Yatta! Yoru dechi!
Ah, ja,